So, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen in Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit. Fall 101 war alles neu, macht dabei. Fall 102, die allerletzte Bilanz. Ihr Schulfreund gibt Ihnen folgende Zahlen. Betriebs- und Geschäftsausstattung in Klammern BGA 55.000 Euro, Forderungsbestand 120.000 Euro, Warenlager 50.000 Euro, Bankguthaben 10.000 Euro, sonstige Verbindlichkeiten 15.000 Euro, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.000 Euro, Bankdarlehen 40.000 Euro. Stellen Sie eine Schlussbilanz auf. Das Bankguthaben wird nicht mit veräußert. Die Bankschulden übernimmt der Käufer. Wie hoch ist der Wert des Betriebsvermögens? Wie hoch ist der Veräußerungsgewinn, wenn an Veräußerungskosten weitere 12.500 Euro anfallen? Und dann gibt es eine Schlussbilanz zum 31.12. Es sind wieder die Aktiva und die Passiva aufgeführt. Aktiva sind Betriebs- und Geschäftsausstattung, Warenbestand, das, was auf der Bank liegt, und die Forderungen. Die Passiva sind Eigenkapital, verbindliche Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten, Bankdarlehen, und Aktiva und Passiva sind ausgeglichen. So, bei den Passiva ist dann das Eigenkapital aufgeführt. Und jetzt kommt der Witz an der Sache: Der Wert des Betriebsvermögens entspricht dem Eigenkapital. Das Betriebsvermögen beträgt also 135.000 Euro. Der Veräußerungsgewinn beträgt Verkaufspreis 280.000 Euro, Veräußerungskosten 12.000 minus den Veräußerungskosten 12.500 Euro. Minus den Wert des Betriebsvermögens 135.000 Euro macht einen Veräußerungsgewinn von 132.50 Euro. Für die Veräußerung bzw. Einstellungsvorgänge existiert ein Freibetrag von 45.000 Euro, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Erste Bedingung: Der Veräußerer ist älter als 55 Jahre oder er ist jünger als 55 Jahre, gilt aber als berufsunfähig. Und zweite Bedingung: Er stellt im Rahmen der Einkommensteuererklärung einen Antrag auf Gewährung des Freibetrages. Und dritte Bedingung: Dieser Freibetrag wurde bisher noch nicht gewährt. Das ist ein einmaliger Freibetrag. Steht hier in Klammern. Ihr Freund ist zum Zeitpunkt des Verkaufs 57 Jahre alt. Wie hoch wäre sein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn? Das sind Veräußerungsgewinn 132.500 Euro minus dem Freibetrag laut Beschluss 16 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes 45.000 Euro macht einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn von 87.500 Euro. Es geht dann weiter mit Fall 103, der abschmelzende Freibetrag. Tschüss.